Jollchen, wir sind zurück hier bei unseren Drachen. Checken natürlich erstmal die ab, die hier uns unsere Sourcen vorbeibringen. Von daher würde ich sagen, legen wir damit erstmal los, schicken die natürlich erstmal komplett neu los. Und dann werden wir natürlich gucken, was können wir hier mit den Ressourcen anfangen. Also ich sehe schon, holztechnisch, alter Schalter, da ist die Lage auf jeden Fall schon knüppeldicke voll. Von daher müssen wir dann natürlich gucken, wen trainieren wir. Oder eventuell schicken wir auch unseren eisigen Kältegronkel nochmal los. Das wäre natürlich ohne Option, von daher weiß ich gerade noch nicht so genau, was ich machen soll, aber ich denke, uns fällt hier im Laufe des Let's Plays auf jeden Fall was Sinnvolles ein. Von daher hoffe ich natürlich, dass ihr dran bleibt, dass ihr hier verfolgt, um natürlich dann am Ende zu wissen, ja, wie habe ich mich entschieden. Ich würde also sagen, als allererstes werden wir auf alle Fälle unseren eisigen Kältegronkel nochmal losschicken für 18 Stunden, 11 Minuten, 382 Mille Holz investieren wir und lassen ihn, wie gesagt, erstmal losflattern. Das Gute daran ist, wir können jetzt ja entspannt erstmal hier unser Holz einsammeln. Ich denke, das ist relativ sinnvoll, so dass wir dann natürlich wieder mal Materialien sammeln können. Also ich denke, das war eine sinnvollere Variante oder die sinnvollste Variante, für die wir uns hätten entscheiden können. Von daher denke ich, haben wir erstmal alles richtig gemacht, sammeln hier natürlich erstmal das ein und gucken dann natürlich anschließend, was wir hier noch so machen können. Aber ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich so gut wie alles in der Tasche haben. So sieht's aus, unsere Drachen haben wir alle neu losgeschickt, der war hier natürlich noch im Rennen, aber ich würde sagen, den werden wir gleich nochmal pimpen auf Level Nummer 86, schicken den erstmal nochmal los und dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal, wie immer, unsere Akademie, gucken hier rein und da sehen wir natürlich, 4 Slots sind frei. Wie sieht's hier bei Valka aus? Da müssen wir noch 34 Minuten warten, von daher haben wir da auf alle Fälle noch ein bisschen Luft, aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt entscheiden, wir müssen natürlich gucken, ja, welche Drachen schicken wir los, du ist. Wir haben die meisten hier auf so einem Level, dass wir die natürlich erstmal zu Valka schicken müssen. Von daher finde ich das natürlich jetzt nicht gerade so von Vorteil, aber ich denke, wir müssen das Beste draus machen, müssen uns dann am Ende doch für ihn entscheiden, aber ich weiß natürlich nicht. Für 22 Stunden oder so wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Von daher würde ich sagen, gehen wir erstmal in unseren Hangar, gucken dann natürlich nach. Ich weiß nicht, was haben wir hier für Drachen, aber ich glaube, da zeittechnisch passt es auf alle Fälle nicht ganz so gut. Von daher würde ich sagen, wir haben erstmal unsere Drachen aufleveln, die wir haben, die wir trainiert haben. Hier haben wir beispielsweise die Mutter der Feuerwürmer, die pimpen wir gleich mal auf Level Nummer 39. Können die für jeden Tag 12 Stunden trainieren, wäre natürlich ohne Option. Könnten wir uns überlegen. So, wie jetzt weiter mit Junior Tafnos Junior. Okay, den pimpen wir auch erstmal. Auch jeden Tag 12 Stunden. Das könnte man eigentlich. Oh, 2,4. Was ist das hier? 2,24, dann schicken wir die Bienen erstmal los, haben dann natürlich erstmal 2 Drachen im Training, ich denke, das ist so relativ sinnvoll und dann können wir uns natürlich hier noch weitere suchen, die wir noch trainieren können. Jeden Tag 8 wäre natürlich auch eine Option. Ich würde sagen, den pimpen wir erstmal 13,30, 20 Stunden 30 wäre auch eine Option, 17,30, 22, 22,05, würde ich auf alle Fälle sagen, wir entscheiden uns auf jeden Fall für den Gleitgesang. 20 Stunden, 30 Minuten, dann haben wir den natürlich erstmal losgeschickt. Und dann müssen wir natürlich gucken, wen schicken wir noch los. Vielleicht den hier, den speichern uns für 22 Stunden, 5 Minuten. Das wäre natürlich ohne Option. Ich weiß nicht, den können wir auch noch pimpen. Jeden Tag 18, das ist mir natürlich ein bisschen lange, trotzdem ich sagen müsste, eigentlich könnten wir den Angriff nehmen, aber machen wir dann später, jeden Tag 3 Stunden, naja, gut, okay, 21 Stunden 50 Minuten, ich würde sagen, dann nehmen wir den auch gleich mal, schicken wir den erstmal nochmal los, den erschütternden Rüttler, pimpen den erstmal weiter und haben dann natürlich hier in unserer Akademie wieder alles im Griff, haben da 4 Drachen drin, dann seht ihr natürlich hier bei Valka, so noch zu tun, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, aus dem Grund würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unseren Ohnezahn, nehmen den erstmal auseinander und gucken hier nach, 65 Mille Holz nehmen wir natürlich mit, sammeln das erstmal ein, das Ei haben wir nicht bekommen, von daher würde ich sagen, schicken wir unseren Ohnezahn gleich nochmal los und hoffen natürlich, dass das jetzt eventuell klappt, also geil wäre.
wert, versprechen kann ich nicht. Von daher schicken wir den natürlich nochmal los, lassen uns am Ende hier überraschen und checken jetzt natürlich erstmal die Drachen, die auf der Reise waren. Aber ich denke, da haben wir, naja, so gut, so weit immer Gegenstände, die wir eigentlich schon kennen. Von daher sind natürlich jetzt nicht so wichtig für uns. Also in erster Linie auf jeden Fall nicht. Und ihr seht ja, so dolle abstochen werden wir hier sowieso nicht. Der Gegenstand wäre natürlich geil, wenn wir den bekommen würden. Von daher drückt mir die Daumen, dass da am Ende was geht. Ich meine, den brauchen wir unbedingt. Stopp, 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 stopp. Oh Mann, bittere Sache. Dumme Laufen, das hat wieder mal nicht geklappt. Von daher würde ich sagen, hier wir erstmal auf einen sammeln. Schicken den natürlich erstmal nochmal los. Können den nur erstmal nochmal füttern. Ich würde sagen, machen wir. Schicken den, wie gesagt, nochmal auf die Reise. Und dann könnten wir natürlich noch gucken, wie es in der Keilerei aussieht, ob wir da eventuell noch einen Fight machen können oder nicht, aber ich denke, das sieht gut aus, von daher würde ich sagen, gehen wir erstmal zu unseren Champions, sammeln hier natürlich diese 3-Stunden-Paket ein und gehen dann auch erstmal ab in eine Keilerei, suchen uns hier den nächsten Gegner und hoffen natürlich, dass wir den irgendwie bezwingen können, aber wie gesagt, wir müssen erstmal warten, was der Gegner hier im Petto hat, was für Drachen der am Start hat, ich denke mal 3 auf 13, werden es wohl werden, von daher lassen wir uns jetzt erstmal überraschen und hauen den hoffentlich am Ende dann irgendwie auseinander. Wow, 3 auf 13, okay. Wird natürlich nicht leicht, aber ich denke, jedenfalls erstes auf den Gronkel. Was sagt ihr, was würdet ihr machen? Vielleicht auch auf den ohne Zahn? Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht so genau, für wen wir uns am Anfang entscheiden sollten. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den ohne Zahn. Geben den erstmal 2 mit und konzentrieren uns dann natürlich erstmal auf den Gronkel. Also ich denke, das wäre sinnvoll. Wow, 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 der gibt uns erstmal eine gute Kelle. Das war natürlich mies, das war natürlich ein bisschen bitter. Greifen wir da gleich nochmal an. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf unseren, oh, auf den gegnerischen Gronkel. Nicht auf unseren, sondern auf den gegnerischen. Gucken jetzt natürlich, was macht der Gronkel. Okay, der greift da erstmal nochmal an. Wow, jetzt sind wir dran. Dann würde ich sagen, werden wir da erstmal nochmal angreifen. Okay, der war natürlich nicht so cool für uns. Aber naja, müssen wir mit leben. Dann werden wir erstmal die Attacke raushauen, würde ich sagen. Und dann hauen wir erstmal unsere Spezialattacke raus. Gucken natürlich, was da am Ende geht. Wow, 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 den ohne Zahn kloppen wir, wenn wir Pech haben. Nicht mal weg. Doch, das reicht am Ende. Das ist natürlich geil. Der Gronkel ist auch schon gut am Arsch. Von daher denke ich, haben wir den Sieg so gut wie in der Tasche. Also ich glaube nicht, dass hier noch was anbrennt. Wir greifen erstmal den an. Und gehen jetzt natürlich gleich mal auf den Gronkel ruf, um den natürlich schnellstmöglich platt zu machen. Ich denke, das ist sinnvoll. Hauen wir den erstmal weg. Und dann haben wir natürlich nur noch einen gegnerischen Drache hier am Start, der uns gefährlich werden kann. Hätte ich vorher dran gedacht, hätte ich natürlich den anderen erstmal angegriffen. Aber gut, okay. Im Endeffekt ist es scheiße, ja, muss ich sagen, weil die Wahl. Wir holen uns jetzt auf alle Fälle in nächster Zeit den Sieg. Der Gegner kann auf alle Fälle nicht mehr wirklich was machen. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Kloppen den jetzt natürlich weg und haben hier auch auf alle Fälle den nächsten Sieg, die nächsten Pokale und das nächste Paket am Start. Da hoffe ich natürlich, das war pakettechnisch ein cooles Abstauben. Was ich natürlich erstmal noch nicht versprechen kann. Was ist hier los? Das sieht ja geil aus. Hallo? Irgendwie war hier, naja, keine Ahnung. Irgendwie sind die glatt gelaufen. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt für ein Paket bekommen haben. Ich weiß es ja nicht. Ah, ein 3-Stunden-Paket, dann würde ich sagen, werden wir das erstmal freischalten und haben dann hier auf Berghoch erstmal wieder soweit alles erledigt. Ich meine, wir sind durch, haben soweit alles gemacht. Wenn euch noch irgendwie was einfällt, schreibt in meine Kommentare. Ich sehe gerade, wir können hier nochmal am Rad drehen. Das werden wir erstmal machen. Aber wie ihr seht, kriegen wir wieder mal nicht hin, den ohne, nicht den ohne Zahn, sondern den Zahnhaken hier zum Drache, zum Titandrache zu pimpen. Das ist natürlich mies, das ist natürlich bitter, aber wie gesagt, ist halt so wild, können wir eh nicht ändern. Von daher werden wir das auf alle Fälle später nochmal probieren. Und Seko, gerade wir haben nur 2 Drachen hier am Start, die wir natürlich aufleveln können. Und zwar den Taifumerang als Verteidigungsdrache.
Dann haben wir hier natürlich noch den Staubfühler, den könnten wir auch noch mal trainieren. Und hier oben haben wir natürlich noch unseren Skrill. Das ist natürlich auch geil. Haben den jetzt auf Level Nummer 95 und sind für heute, wie gesagt, auch erstmal wieder so weit durch, haben alles erledigt. Von daher hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Hoffe natürlich, dass ihr am nächsten Let's Play wieder mit am Start seid. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.